Ich habe meine erste Partie gegen Ian Vangulio. Kann ich Berserk machen? Ich glaube schon. Aber ja, ist ein bisschen zu hart jetzt hier gegen Ian Vangulio. Spielen wir mal ganz normales Schach. Läufer B5. Erstmal um reinzukommen hier. Erstmal um reinzukommen. Ganz solide. Ziehen wir den Läufer zurück, wie gegen Vashela Graf. Wie gegen Vashela Graf. Nur hat Vashela Graf nicht E5 gespielt. Aber da spielen wir es mal so hier. Jetzt C4. Springer C3. So. Schön solide zum Start. Schön solide. Jetzt B4. Ne, B4 ist mir ein bisschen zu viel. Ist gut. Machen wir mal B3. Der Läufer möchte ja auch entwickelt werden. Der möchte auch gerne das Licht der Welt erblicken. Läufer nach B2. Turm G8 wäre sogar matt gewesen, mein Benny. Sah ganz gut aus, aber ob es matt gewesen wäre, weiß ich nicht. Turm D1, hier auf die halboffene D-Linie gegen diese Schwäche. Ja, jetzt bietet sich Springer F1 eigentlich an. Obwohl, wohin will der Springer eigentlich? Eigentlich will er nach E3, aber da steht die Dame. Das heißt, wir müssen das erstmal ganz ruhig spielen. Läufer F3. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dann die Dame ziehen, dann Springer ziehen, dann langsam hier. Jetzt will er B5 machen. Ist das denn schon der Moment gekommen, um B5 zu spielen? Ich schlage diesen Bauern und ich schlage diesen Bauern. Warum nicht? Und jetzt kann ich doch diesen auch schlagen, oder? Ja. Das sieht mir danach aus, als würde ich hier einen Bauern gewinnen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ah, er kann Läuferschlag auf 3 machen. Und am Ende deckt er den... Ja, habe ich ein bisschen schnell gespielt. Haha, bisschen schnell gespielt leider. Ich glaube, ich habe eine Figur verloren gerade. Er kann... Genau. Ich dachte, ich kann hier schlagen mit Schach. Aber er schlägt mit dem Springer und deckt dann den Läufer auf D1. Das war natürlich nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Okay. Wie mache ich es so? Springer schlägt D8. Und jetzt, ich schlage vielleicht auf G7, dann bekomme ich noch einen weiteren Bauern. Das Problem ist eben, wenn ich den Springer schlage, dann schlägt er wieder und deckt den Läufer. Das hatte ich auf die Schnelle nicht gesehen. Ich könnte auch das machen, ich könnte hier schlagen, dann hier schlagen. Ach nee, komm, wir zerstören ihm die Königsstellung. Wir zerstören ihm die Königsstellung. Nee, Daniel, in den Top 100 bin ich noch nicht. In den Top 100 bin ich noch nicht. So, Königsstellung wird jetzt zerstört. Er kann natürlich Läufer G4 auch machen, dann hat mein Springer keine Felder. Das habe ich auch nicht so richtig gesehen. Aber Blitzpartie, ne? Macht man H3 und die Partie, es geht weiter. Es geht irgendwie weiter. Wir spielen auch ohne Aufschlag. Er schlägt, okay, dann spiele ich Turm, schlägt D1. So, jetzt ist immerhin sein König schwach. Ich habe wie viele Bauern? 2 Bauern. Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Ich glaube, Läufer G4 wäre ein besserer Zug gewesen. Denn jetzt sein König ist schwach, vielleicht kann mein Springer über G3 nach F5 kommen. Ich glaube, aus praktischer Sicht ist das gar nicht so angenehm hier für ihn. Da ist das Matt! Da ist das Matt! Vielen Dank an Little Greek, der jetzt unterstützt. So, die Dame soll jetzt zur Unterstützung rankommen. Ja gut, Springer G3. Ich könnte den hier schlagen. Ne, machen wir mal Springer G3, das sieht vernünftig aus. Ja, Dame G4, jetzt hängt mein Turm. F3 könnte ich machen. Schwächt natürlich auch meine Königstellung. Wahrscheinlich Dame G6 macht er dann. Vielleicht sollte ich einfach Turm E1 spielen. Ich will meinen König sicher behalten. Mein König soll sicher stehen hier auf G1. H3 könnte ich als nächstes spielen. Ja, machen wir jetzt mal H3. Vertreiben die Dame wieder. Obwohl, jetzt kann er Dame F4 machen. Das war vielleicht... Ja, wobei, er macht Dame G6 und jetzt wieder Turm D1. Ah, dann hat er Dame C2, Dame C2. Ich habe aber auch Dame G5 Schach mal als Idee. Aber Dame C2 möchte ich trotzdem nicht zulassen. Von daher, ich glaube, ich sollte Turm C1 spielen. So, vielleicht kann der Turm hier ein bisschen aktiviert werden. Dame F3 auch eine Möglichkeit. Bald wird die Zeit auch ein entscheidender Faktor werden, denke ich. Aber solange ich die Figuren auf dem Brett behalte, ist hier alles in Ordnung. Vor allem, wenn er noch mehr, wenn er weiter so lange Denkpausen hat, könnte es schwierig sein für ihn. König G8, solide, Turm C4, ja, ich mach mal A3. Gut, er zieht ihn zurück, B4 oder A4 oder Turm D1 wieder. Turm D1, jetzt kann ich,
Ja, Rotläufer H6 übrigens. Ja, Turm D1 wäre, glaube ich, gut. Turm E8. Okay, jetzt spielt er schneller auf einmal. Jetzt spielt er schneller. Ich schiebe mal meine Bauern nach vorne. So, B5. Ah, ich weiß nicht, ob ich ihm das geben muss, aber. Ja, gut, ich schlag mal. B6. Der Bauer, der läuft. Der Bauer, der läuft. B7 ist noch nicht so gut. Nein, Dame B3. Aber jetzt kann er E3 spielen. E3 ist ein bisschen problematisch. Ja, macht er auch. Gut, B7. E schlägt F2. König H2, Springer G4 Schach. HG4, Dame H6, Springer H5, Turm H5, GH5, Dame H5. Dame schlägt G3? For real? Das ist doch Quatsch, oder? So, so. Ah, ich habe keine Zeit. Eieiei. Yes! Da ist das Ding! Da ist der erste Sieg! Was für ein Drama. Ian Vangulio, wir haben doch schon mal gespielt, da habe ich gewonnen. Okay, jetzt möchte ich nochmal gewinnen. So, spielen wir jetzt, diesmal spielen wir hier Hauptvariante. Komm. Jetzt wird nicht mehr um den heißen Brei geredet. Jetzt wird die Hauptvariante, wird aufs Brett gebracht hier. Mit Läufer E2, meine Spezial, meine Geheimwaffe. Springer D5. Geheimwaffe hier. König B1 erstmal. Solide. So. Ian Vangulio. Ian Vangulio. Turm E8 sieht aber seltsam aus. Jetzt könnte ich ja wirklich mal auf E6 schlagen. So, schlägt, schlägt. Ja, das sollte ich verhindern. B3. Aber dann H5. H5 kommt. H5 soll kommen. Das ist der Plan. Und dann matt setzen. Und dann matt setzen. Turm C5 ist so eine Idee, die es manchmal gibt, um auf den Bauern zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich da. Ich glaube, Springer E2 würde ich reagieren. Alle sind am Reimen heute. Wie kam das mit dem Länderkampf gegen Panama? Ich weiß nicht genau. Das ist organisiert über die deutsche Schachjugend. Irgendwie kam da mal der Kontakt. Und. Ja, dann haben wir es gemacht, ne? Das ist, glaube ich, zu langsam. Das ist zu langsam. Ich setze dich matt, mein Freund. Ich setze dich doch hier matt. Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass das jetzt nicht matt wird hier. Ich muss jetzt nur noch die Dame rüberbringen und dann ist das matt nicht mehr weit. Kumpel, Dame H2, incoming und dann wird hier der Läufer gezogen. Ja, wahrscheinlich wieder viel zu simpel gedacht, aber so ungefähr Gedanken eines Großmeisters, dass ihr es mal hier mitbekommen habt. G5. Ja, G5 sieht gut aus. Weil der Läufer muss jetzt nach G7 oder H8. Ich hätte auch Läufer F8 machen können, das ist doch diese. Ach nee, Läufer F8 ging noch nicht. Läufer F8 ging noch nicht. König F8 wäre gekommen. Aber es ist so ein Motiv, manchmal kann man Läufer F8 machen, dann Dame H6. Aber G5, Läufer G7, Dame H2, Läufer H8, Dame H2. Ja, wohl, vielleicht war G5 verfrüht, weil er kann dann den Springer wegziehen. Und dann ist das jetzt Läufer F8 vielleicht. Ja, komm. Jetzt Läufer F8, jetzt. Jetzt knallt's. Läufer F8. So. Jetzt geht's los. Oh, nicht, dass es das wieder zum Cringe wird, aber ich glaube, es ist gut. Läufer F8. Droht Dame H2. Turm schlägt F8, Dame H2. König schlägt F8 kann er vielleicht machen. Vielleicht kann er König schlägt F8 machen. Turm schlägt F8, König G7. Ah, das geht leider noch. Und dann kann er gegenhalten auf der H-Linie. Jetzt hätte ich fast geflucht. Muss mich beruhigen. König schlägt F8 geht. Und dann Dame H2, der Läufer G7. Also muss ich schlagen auf H8, König G7. Ich krieg ihn da nicht matt. Ich krieg ihn da nicht matt. Aber ich glaube, er sieht es nicht. Bisher sieht das nicht. Springer C4. Jetzt ist aber Schluss mit lustig, mein Freund. Jetzt knall ich dir alles um die Ohren. Oh, das wird meine neue unsterbliche Partie. Ich sehe es schon kommen.
Ich darf nicht wieder zu viel versprechen und es dann verkacken. Das ist mir schon zu oft passiert. Zu oft. Ja, okay, aber es geht. Schach, Schach, Dame H6. Jetzt muss er schlagen. Und dann spiele ich Turm H1. Hätte ich direkt Turm H1 gespielt, kann er auf D4 schlagen. Aber jetzt, wenn er auf D4 schlägt, er deckt zwar H8, aber nicht H7. Springer A3 kann er noch machen. Oder Springer D2. Oh, Springer D2 habe ich nicht berechnet, aber ich mache nach beiden Zügen König C1. Er hat hier noch einen Schach, Turm schlägt C2, aber ich schlage mit dem Springer und dann hat er keinen Schach mehr und das war's. Komm schon, ja! Das war doch mal eine gute Partie zur Abwechslung heute. Ich habe meine nächste Partie gegen Vangulio. Er hat Berserk. Okay, na gut. Gönnen wir uns. Gönnen wir uns Berserk. Gönnen wir uns Berserk. Warum nicht? Boah, der ist aber schnell. Eieiei, ich glaube, da werde ich richtig untergehen. Da werde ich richtig untergehen. Vor allem, weil ich diesen Stellungstyp überhaupt nicht kenne. Das sieht man auch hier. Ich ziehe sinnlos hin und her. Eieiei, ich werde so richtig hier. Zerfleischt werde ich wahrscheinlich. Hauptsache irgendwie schnell. Springer H5. Auch komischer Zug. Oh, mein Springer hat kaum noch Felder. Eieiei. Muss ich echt nach D8? Ich glaube schon. Schön ist anders. So, aber das ist eine wichtige Partie gerade. Vielleicht hätte ich nicht besorgen sollen. Ich habe mich darauf eingelassen hier gegen den Freund. Er hat mich quasi provoziert. Und ja, er lässt meinen Springer nicht raus. Er lässt meinen Springer nicht raus. Okay, er muss sich wohl F6 machen. Oh, jetzt kommt er nach D. Ja. G4 verliert auch eine Figur einfach schon, ne? Ja, das ist schlecht. Okay, schlage ich mal hier. Aber das hilft ja gar nicht. Warum schlage ich da? Das macht die Sache ja nur schlimmer, nicht besser. Okay, Springer E5. Okay, das macht die Sache ein bisschen besser vielleicht. Aber vielleicht, naja, ist komplett verloren. Braucht man ja hier niemandem was erzählen eigentlich. Komplett verloren. König F7. F6, darauf hoffe ich eigentlich. F6 ist matt. Ja, schade. Hat er leider gemerkt. Läufer H6. Läufer D7. König H1. Ich habe leider keine sinnvollen Züge. Tja. Ich habe echt keine sinnvollen Züge. E3. Ah, evakuieren müssen wir jetzt mal hier. Wir müssen evakuieren. Oh, jetzt kann ich hier schlagen. Das ist doch schon mal etwas. Das ist doch schon mal etwas. Läufer schlägt B7, Turm D2. Bin ich schon matt? Oh, fast. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht matt, noch nicht matt. Noch nicht matt. Oh, König okay, D7 wollte ich nicht machen. Ah, ja. Nein, den wollte ich nicht machen. Den wollte ich doch nicht machen. Ah, jetzt bin ich matt. Nein, er verpasst es. Hey. Nein, 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 nein. Ah. Okay, es wäre auch zu viel gewesen, hätte ich diese Stellung gewonnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.